Wie viele von euch sind hier? Wie viele habt ihr verloren? Vier. Vier Männer. Ein Forscher und drei Soldaten. Scheiße, O'Brien. Was mache ich eigentlich hier? Der Forscher, Coop, ist ein Freund von mir. Mach das und ich tue alles, um deine Frau zu finden. O'Brien, Ende. O'Brien, wenn ich hier schon deinen Freak jage, erzähl mir mal ein bisschen mehr. Zum Beispiel von dem Virus. Etwas, das ich noch nicht weiß. Um meine Frau zu finden? Wer dem Virus ausgesetzt ist, steckt sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit an. In den ersten paar Wochen starb der Großteil der unter 12-Jährigen. Die Immunreaktion scheint davon abzuhängen, ob man bereits in der Pubertät war. Und außerdem starb der Großteil der über 60-Jährigen. Ihre Körper konnten der beschleunigten Zellumwandlung der Mutation nicht standhalten. Alle anderen haben sich während der Genmutation verwandelt. Allerdings mutiert der Virus gewissermaßen exponentiell. Ja, das sagst du ständig. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Infizierte, zum Beispiel dieser Freaker, anders sind als frühere Formen. Wir haben schon über 12 Mutationen entdeckt. 12? Ja, und das ist nur der Anfang. Was wir gesehen haben, glaubt uns kein Mensch. Naja, ich wahrscheinlich schon. Sind schon Ende. Ich folge einfach mal der Spur. Ich wäre eigentlich gerne noch zwischen reingegangen, aber... Keine Ahnung. Ich habe halt das Gefühl, dass ich hier keine Horde begegne, sondern irgendetwas Großem. Vielleicht. Was zur Hölle war das? Das muss schnell gegangen sein. O'Brien, ich habe noch einen von euch gefunden. Laut Ausweis hieß der Kerl A.S. Patterson. Okay, danke für die Information. Es ist nicht groß. Gar nicht fragen, O'Brien. Es ist schnell. Was denn fragen? Ob er noch lebt oder nicht. Sein Funk ist bereits seit 12 Stunden tot. Völlige Funkstelle seit über 12 Stunden. Ich muss nicht fragen. Danke, dass du das machst. O'Brien, Ende. Ich nehme an, dass es 4 Wege gibt. Und auch hier einer ist. Wir nehmen trotzdem kurz zumindest den anderen Weg, nicht, dass wir das falsch machen. Es ist nichts Großes, es ist was Schnelles. Es ist wie ein... Es sah aus wie eine Mischung zwischen Wolf und Mensch. Schnell und stark. Okay. Ich will was atmen. Glaube ich. Noch eine Fackel. Ja, der Weg scheint zu stimmen. Da ist Nummer 1. Vielleicht? Ich nehme übrigens auch an, dass ich Blendgranaten brauche, weil ich von einer Leiche Blendgranaten gekriegt habe. Scheiße, wer hat's nicht kommen sehen? O'Brien, ich habe einen eurer Leute,
Er ist tot. Laut Ausweis G. Hernandez. Was ist passiert? Ich bin kein Gerichtsmediziner, O'Brien. Woher soll ich das wissen? Irgendetwas hat ihn zerfetzt. Der Freak, dem ich folge. Gibt's da noch was, das ich wissen sollte? Nein, mir fällt nichts ein. O'Brien, Ender. Oh Mann. Da unten vielleicht. Das hier der Gang, den wir vorhin genommen haben. Na, jetzt liegt hier auf einmal was. Lag vorher noch nicht da. Was zur Hölle ist dir passiert? Du hast es nicht mal kommen sehen. O'Brien, ich hab hier noch einen gefunden. Laut Ausweis hieß der Kerl Robinson. Okay, danke. Ich teil's der Familie mit. Ihr Jungs habt also Familien. Ihr habt sie rausgeschafft, als alles den Bach runterging? Ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich Glück hatte. Ja, das sieht nicht gut aus. Oh, Scheiße. O'Brien, ich hab den letzten gefunden. Auf der ID steht Cooper. Verstanden. Oh nein! Oh Scheiße! Warte, er lebt noch, warte! Hey, Cooper! Hey, hier! Wir werden dich hier rausholen, okay, Kumpel? Cooper, komm! Sorry, es geht schief, sie ist tot! Na los! Nein! Oh Scheiße! Was ist los, Deacon? Cooper! Seine Beine sind gebrochen! Warte, bleib bei ihm! Ich schicke ein weiteres Team! Nein! Mein Anzug ist hin! Ich werde es nicht schaffen. Ich will mit Jen reden. Hol Jen her, schnell! Cooper, was zur Hölle hat dir das angetan? Was ist passiert? Es war so schnell. Ich hab's nicht kommen sehen. Soll das heißen, dass ein Freak dir das angetan hat? Sprinter! Sprinter! Cooper, bist du da? Jen? Ich bin hier. Ich höre dich. Ich kann es nicht glauben. Ich dachte, ich höre deine Stimme. Coop, hör mir zu. Wieder. Wir werden dich da rausholen. Hast du verstanden? Coop! Jen, so schön, deine Stimme. Oh shit. Oh, was ist das? Womit zum Teufel habe ich es hier zu tun? Rede mit mir. Die Jungs im Labor nannten das für ihre Sprint. Weil er so schnell ist, oder? Ach du Scheiße. Er ist stark. Vielleicht bist du dran. Nein. Ich werde gar nicht sein. Das ist nicht dein Kampf. Jetzt schon. St. John Ende. Dann nehmen wir mal die schweren Kaliber mit. Wo ist er hin? Da. Wie denn, O'Brien? Wir haben Infrarot. Wir verfolgen die Horde. Nimm ihn! Ach, Scheiße. Ich hoffe, das war's wert, O'Brien. O'Brien,
Ich hab deine Proben. St. John, verschwinde da! Was? Du musst da raus, jetzt! Da kommt eine Horde! Du willst mich nur verarschen! Scheiße. Scheiße, sie kommen näher! Okay, bringen wir das hier zu Ende. Du brauchst das wohl nicht mehr. Fuck. Siegen wir hoch. Das sieht nach einem guten Ausgang aus. Nein. Ich muss hier irgendwas suchen. Oh. Fuck. Scheiße. Wenn man nicht schießen, okay? Mich sofort sehen. Das hat keinen Sinn mehr. Wir machen Licht. Ich muss hier irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich. Okay, scheiß drauf. Wir haben schon ein paar Mal Horden getötet, wir töten auch diese Horde. Scheiße. Oh oh. Ich muss hier noch irgendetwas mitnehmen, ich weiß nicht, was es ist. Scheiße, O'Brien. Du hast es geschafft? Ja, ich hab's geschafft, und zwar nicht dank dir. Übertrage Koordinaten. O'Brien, Ende. Ich habe jetzt zwar nicht verstanden, ob ich das richtig gemacht habe oder nicht, aber ja. Okay, na dann. Also, warum nicht? Und wem es halt geschafft ist, okay. Ja, cool. Es war cool. Doch, doch, das war cool. O'Brien, vier Männer sind dafür gestorben. Ich hoffe, das war's wert. Puh, hör sich das einer an. Das waren meine Männer. Ich brauche keinen, der mich hier rum in deinem Heli, schön außer Gefahr, und dann geht's zurück. Wohin? In deinen sicheren Bunker? Egal, was passiert. Du hast keine Ahnung, wie es draußen ist, was es heißt zu überleben. Oh, diese Männer, Cooper, die anderen, sie wussten nicht, was sie erwartet, aber du schon. Nicht wahr? Hä? Nicht wahr? Funk mich an, wenn ich dich und deine Lady mit dem Heli abholen soll. Vielleicht schaffst du es diesmal, sie zu begleiten. Oh, sorry, ich musste Boozer helfen. Arsch.
Es ist kein Leben. Von wem ist die Mission denn? Oh, ja, ich hätte noch mal gucken sollen, ob ich in die Höhle rein kann. Das stimmt. Ach, egal. Passt schon. Wahrscheinlich hätte ich gleich die Dings töten können. Wo war die Höhle denn? Die war hier irgendwo im Norden oben, ne? Die hier? An der Stelle? Nein. Ach, egal. Colonel, mache Meldung. Hat die Patrouille den Gefangenen? Corporal, leider nicht. Als sie bei ihm ankam, war er tot. Was, er tot? Gift. Er hat sich umgebracht. Wir wissen nicht, wie. Oh, es tut mir leid, Sir. Schon gut. Alles, was er über uns wusste, starb mit ihm. Ja, Sir. Sein John Ende. Boozer, hörst du mich? Lost Lake Camp, kommen. Dick, wie schön von dir zu hören, Bruder. Wie läuft's? Es ist alles bestens, Boozman. Es ist alles gut. Ach ja? Blödsinn. Wie lange kennen wir uns? Komm, was ist da los, Bruder? Sarah, Sir. Es ist eine lange Geschichte. Sie ist Teil der Miliz da unten und sie will mit mir herkommen, aber... Aber jetzt zwingen sie sie da zu bleiben. Sie wollen uns nicht gehen lassen. Was zum Teufel? Ihr kommt da nicht weg? Scheiße, Deke. Okay, ich schnapp mir Iron Mike und Ricky und so und wir finden einen Weg zu euch. Wir... Boozer, nein. Nein, du verstehst das nicht. Hier sind Hunderte. Hier sind Hunderte Bewaffnete. Die haben Waffen von der Nationalgarde, vom Militär... Das ist mir total scheißegal. Wir werden... Oh, verdammt, jetzt hör mir zu. Du, wir... Ihr Anführer, der Colonel, der darf nichts von Lost Lake wissen, okay? Er ist verrückt, Boozer. Absolut durchgeknallt. Die Miliz greift jedes Camp hier an, das sie findet. Drifter, Herumtreiber, Camper, das ist denen scheißegal. Verdammt, Dick. Ich komme schon klar, okay? Ich hab da so eine Idee. Aber wenn mir was zustoßen sollte und wenn du nichts mehr von mir hörst... Dick, ich... Du wirst das ganz sicher schaffen, wie gesagt, okay? Du schnappst dir Sarah und bringst sie so schnell wie möglich her, klar? Ja, Boozman, alles klar. Okay, das ist schon besser. Ich höre dich nicht mehr. Ich kann... Deke? Deke? Alles klar, Bruder. Alles klar, Deke, Ende. Ja, schöne Farbe. Ja, oh Mann. Corporal St. John, ich muss Sie sehen. Ich bin im Diamond Lake Außenposten. Verstanden. Ich komme so schnell ich kann. Was wollen denn alle von mir die ganze Zeit? Also ja, ein paar Beeren müsste ich noch haben. Nicht diese hier, sondern die da unten. Die Ausdauer und so. Also nur einzelne. Ja, wir stocken jetzt zuerst mal unser Magazin auf. Wir hauen mal ein paar Uhren raus. Die uns dann Stufe 3 geben. Dann machen wir das größere Magazin und dann bin ich schon mal glücklich. Da bin ich schon mal glücklich. 95 Schuss in einem Magazin drin ist schon mal top. Nur ein Ohr. Genau. Und dann nachher gehen wir zu der Nur ein Ohr Händlerin und hauen da den Rest von den Punkten raus. Kommt schon, Leute, macht auf!
weil ich hier so schön viel Geld habe, stocken wir hier gleich noch kurz auf. Deacon, Corporal St. John. Schön, dich zu sehen, Mann. Hey, Sarge. Deek, Corporal. Wir sehen uns, Mann. Corporal Deacon St. John. Sagt sie immer gleich. Mittlerweile gehen wir auf den Sack. Also, nur das eine Ohr hier? Na, du willst hier manchmal so Schreierschnabel. Okay, ein Ohr. Gut. Das war's. Jägerohr. Ja, lief wohl ziemlich zäh da draußen, was? Das war's? Nur das eine? Also, nur das eine Ohr hier? Na schön. Mehr hab ich. Okay, ein Ohr. Gut. Ja, lief wohl ziemlich zäh da draußen, was? Das war's? Nur das eine? Also, nur das eine Ohr hier? Na schön. Okay, ein Ohr. Gut. Ja, lief wohl ziemlich zäh da draußen, was? Das war's? Nur das eine? Also, nur das eine Ohr hier? Ich verkaufe jetzt alle. Okay. Da fehlt doch noch ordentlich was. Ich verkaufe mal alles Fleisch, was ich habe. Nur das eine? Ich verkaufe mal noch alles. Halt die Fresse. Da ist nicht mal mehr jemand drin. Der ist jetzt in der Mitte drin. Hoffentlich fangen wir morgen mehr. Wir müssen mehr Leute zum Angeln schicken. Yes, baby. Nur das eine Ohr? Ja, ja. So. Corporal St. John. Hey, Sarge. Wie geht's? Ja, nur logisch. Wenn ich genug Punkte hätte, würde ich das machen. So sieht's aus. Bitte sehr. Du hast wohl ein Loch in deinem Portemonnaie. Dankeschön für den Follow. Okay, das ist schon besser. Ja, du machst mich noch zum Millionär, was? Oh, man macht auf dicke Hose. Bitte sehr. So. Du hast wohl ein Loch in deinem Portemonnaie, wie? Waffentechnisch bin ich die Schrotflinte jetzt nicht so prickelnd. Ich kauf den mal. Hey, das nenne ich ein Eisen. Ja, wir kaufen mal ich kurz meine... alle, ne? Weil... Oh ja, davon habe ich auch eine. Nettes Teil. Aber... Wir nehmen die SMP. Spezial nehmen wir das MG, das ist gut. Und für die Tommy Gun haben wir jetzt natürlich das 80 Schuss. Wir probieren die trotzdem mal aus. Die, ja, okay. Das Einschuss, Einschuss-Dings. Ist da Cobra? Ja, wir gehen noch kurz zum Colonel. Beacon, Cobra. Cobra sind Chat. Ja. Schön, dich zu sehen, Mann. Hey, Sergeant. Ich will kurz gucken, was er zu sagen hat.